wichtiges Rentenpapier kommt, die Jahresmeldung unbedingt überprüfen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, das Jahr 2024 geht schon wieder mit Volldampf los. Viele Fragen auch in Sachen Rente stehen wieder an, unter anderem auch die Jahresmeldung aus dem Jahr 2023. Die Jahresmeldung, die bekommen Sie ja, das wissen Sie ja, von Ihrem Arbeitgeber, und der Arbeitgeber teilt Ihnen dann quasi mit, was er der deutschen Rentenversicherung an Einkünften und weiteren Informationen gemeldet hat. Und die sollten Sie bitte unbedingt prüfen. Die Jahresmeldung müsste an sich immer bis Ende April 2024 kommen, und Sie müssen bitte die Jahresmeldung einfach mal überprüfen. Die Jahresmeldung ist eine Mitteilung des Arbeitgebers an die Rentenversicherung. Sie enthält unter anderem Angaben über die Dauer der Beschäftigung und die Höhe Ihres Verdienstes. Und die Rentenversicherung benötigt diese Meldung, das ist meistens eine elektronische Meldung, und die wird dann Ihnen entweder auch via Mail oder per Post vom Arbeitgeber zugesandt. Und diese Meldung benötigt die Rentenversicherung, um Ihre Rente später einmal korrekt auszurechnen, ja, und auszuzahlen. Und Sie müssen, also aus meiner Sicht, das ist ein wichtiger Punkt, und da können Sie schon immer eingreifen, bevor Sie dann zum großen Rundumschlag mit der Kontenklärung kommen, können Sie die Jahresmeldung prüfen. Und das ist im Grunde genommen eine ganz einfache Geschichte. Sie gucken sich die ganze Sache einfach an und prüfen als allererstes, ist da auf der Jahresmeldung überhaupt meine richtige Sozialversicherungsnummer ausgewiesen? Ist mein Name auch richtig geschrieben? Ja, manchmal muss man auch dahin gucken. So, ist die Krankenkasse, in der Sie aktuell sind, auch wirklich die zuletzt, oder ist die Krankenkasse, in der Sie zuletzt versichert waren, auch tatsächlich die in der Jahresmeldung dann auch genannt wurden, sind? Wenn Sie nämlich Ihre Krankenkasse gewechselt haben, sollten Sie das auf jeden Fall überprüfen, denn hier müssen Angaben zur Krankenkasse richtig nummeriert sein. So, dann ganz wichtig, die Art Ihrer Beschäftigung, ja? Also eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ohne besondere Merkmale muss immer mit dem Zahlenschlüssel 101 gekennzeichnet sein. Das ist in den meisten Fällen der Fall. Bei Auszubildenden ist es 102, bei Beschäftigten in Altersteilzeit 103, und dann gibt es noch verschiedene andere entsprechende Zahlenschlüssel. Prüfen Sie bitte auch die Angaben zu irgendeiner Mehrfachbeschäftigung, und jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Prüfen Sie vor allen Dingen, ob der gemeldete Bruttojahresverdienst, der da drin steht, auch tatsächlich mit dem übereinstimmt, was in Ihren Lohnabrechnungen, in den Monatslohnabrechnungen tatsächlich dann auch da schon erfasst und gemeldet worden ist. Also ich kann Ihnen wirklich nur sagen, das macht Sinn, das Ding einmal zu prüfen. Wenn alles in Ordnung ist, legen Sie das ab. Wenn nichts, wenn da ein Fehler drin ist, melden Sie sich bitte bei Ihrem Arbeitgeber. Er muss dann entsprechende Meldungen neu erbringen zur Rentenversicherung. Ganz wichtiger Punkt, den habe ich vielleicht noch vergessen, ist das Thema Rechtskreis West und Ost. Das heißt also, Sie prüfen bitte auch in Ihrer Jahresmeldung, ob Sie für Ihren Arbeitgeber in Ostdeutschland oder in Westdeutschland gearbeitet haben und eventuell hier die entsprechenden Rechtskreise zuzuweisen sind. Das hat auch Auswirkungen auf die Rentenhöhe, zumindest noch für das Jahr 2024 ist der Unterschied auf jeden Fall rechtlich relevant. Meine Damen und Herren, Jahresmeldung einmal in die Hand nehmen, einmal prüfen, und dann gibt es später kein böses Erwachen bei der entsprechenden Alters- oder Erwerbsminderungsrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater.